Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum NFL 22 Ultimate Team. Jawohl, leider, muss kurz dazu sagen, leider spielen wir heute noch nicht Solo Battles. Das machen wir erst am Montag. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir heute erstmal unser Lineup aufstellen, zusammen, damit ihr wisst, wer bei uns spielt. Es hat sich nämlich einiges geändert. Und dann hätte ich gesagt, dass wir morgen Solo-Battle spielen, am Dienstag dann Legends und so weiter, falls je nachdem oder Campaign bliblablub, weil wir haben jetzt hier einiges zum Aufstellen. Genau, ich würde einfach sagen, wir fangen mal mit unserer O-Line an. Left Tackle haben wir zwei Positionen, haben wir zwei Stellen zu besetzen, wie fast überall. Left Tackle Ronnie Stanley einmal, Nummer 1, und die Nummer 2 ist Left Tackle ist Trent Williams. Nachdem wir ihn bekommen haben, freut mich das natürlich sehr. Okay, wir springen gleich zum Center, Mike Pouncey. Und dahinter Corey Linsley. Die zwei, die sich vorne um die Mitte kümmern. Neben ihnen als Left Guard an der Arbeit Richie Incognito und Gabe Jackson. Als Right Guard am Arbeiten Ben Powers von den Ravens sowie David DeCastro. Right Tackle haben wir niemand Geringeres als Ryan Ramczyk mit Brian Bulaga. Also da haben wir wirklich 1:1 ersetzt vom Rating her, falls jemand mal verletzt ausfällt. Da stehen wir richtig gut da. Dann sollen diese 10 Spieler unseren Quarterback schützen. Und Quarterback haben wir jetzt mal eine Veränderung. Vince Young ist zwar bis auf den Speedwert in allen Werten schlechter als Patrick Mahomes, glaube ich, bis auf einen einzigen, da sind sie Throw Power, da sind sie gleich stark, genau. Hat aber durch das, dass er mehr Speed hat, natürlich besser in unser System gepasst als laufender Quarterback. Deswegen bin ich da gespannt, wie das funktioniert. Patrick Mahomes deswegen erstmal nur auf der 2. Justin Herbert verliert seinen Platz. Das macht aber nichts. Genau. Dann haben wir Fullbacks, die unsere Halfbacks bzw. Runningbacks schützen sollen. Haben wir nämlich als Nummer 1 Patrick Ricard mit 84 und die Nummer 2 ist Kyle Juszczyk. Ganz einfach. Warum Patrick Ricard? Weil Patrick Ricard mehr Runblock hat als Kyle. Deswegen ist er Nummer 1. Und schützt unser Nummer 1 Running Back oder Receiving Back Reggie Bush danach LaDainian Tomlinson. Najee Harris habe ich auch rausgeschmissen. Den habe ich mit Derrick Henry ersetzt, weil ich mir dachte, wenn wir jemanden haben wie Derrick Henry, der sollte eigentlich als Powerback alles wegradieren, was da auf ihn zukommt. Genau. Dann kommen wir zu unseren Wide Receivern. Und da ist auch unser Captain mit dabei, nämlich Lance Ellsworth. Mit einer dreifachen Chargers-Synergie. Nummer 2 auf der anderen Seite ist niemand Geringeres als Julio Jones. Nummer 3 war, glaube ich, jetzt gerade Chase Claypool. Jawohl, Nummer 3 ist Chase Claypool. Warte mal, was lass die nochmal kurz vergleichen. Wir haben hier Root Runner, Physical, Slot. Nee, passt schon. Lass mal Claypool auf der 3. Die 4 ist niemand Geringeres als Keenan Allen. Und die 5, da haben wir Wes Welker. Genau. Tight Ends als Unterstützung. George Kittle als Runblock. Dahinter eben Hunter Henry hat den besseren Runblock-Wert als Mike Gesicki. Deswegen ist Mike Gesicki von den Dolphins nur die Nummer 3. So. Dann switchen wir mal rüber auf die Defense. Boss der Defense ist Denzel Perryman, der sich da tatsächlich an Fred Warner und Bobby Wagner vorbeigeschoben hat. Auch an Junior Seau, der nur noch die 4 ist. Aber wie gesagt, Denzel Perryman ist ein Runstopper. Das könnte uns nicht schaden. Vor allem, weil neben ihm dann theoretisch ein Field General steht mit Fred Warner. Und die Backups sind jeweils auch 2 Field Generals. Unterstützt werden sie auf der rechten Seite von
Pernell McPhee sowie unsere Nummer 2 KJ Wright. Wright Outside Linebacker, nicht Offensive Linebacker. Entschuldigung an der Stelle nochmal. Derjenige, der mich darauf hingewiesen hat, wird jetzt lachen, wird sagen, ja, what the fuck. Joey Bosa und TJ Watt übernehmen die linke Seite. Und dann brauchen die natürlich auch noch 4 starke Menschen vor sich. Und die haben auch dann zum Beispiel Sebastian Joseph Day sowie Maurice Hurst. Vor denen oder deren Ersatzleute sind dementsprechend Linval Joseph mit 84 und DeForest Buckner mit 84. Ich glaube, da haben wir auch zwei gute Ersatzleute, um hier einiges zu crashen. Die werden unterstützt von Right End Nick Bosa und Right End Aaron Donald. Auf der linken Seite kriegen sie Unterstützung von Javon Curse, der definitiv einer der herausragendsten Spieler ist, die wir jetzt haben. Und Jadeveon Clowney, dem auch eine Titans-Synergie gegeben hat, weil die Titans tatsächlich jetzt auf 5 Leute kommen bei uns. Unfassbar, aber wahr, die haben 5, San Francisco 7, Miami steht bei 3, die Ravens bei 4, Saints bei 2, Seahawks bei 3, Steelers bei 4. Ja, gut, die Steelers werden es auch noch voll kriegen. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir mit den ersten an, die hinten absichern sollen. Und zwar ist es Minka Fitzpatrick und Nazir Adderley. Minka Fitzpatrick mit 88, den habe ich voll aufgefüllt. Wie gesagt, ihr seht es oben, wir haben nur noch 500.000 oder knapp unter 500.000 Münzen. Ich habe diesmal nicht gespart, wie ich es ursprünglich vorhatte. Ed Reed und Rodney Harrison übrigens auf der anderen Seite, weil wir jetzt mal kurz schauen müssen. Seahawks. Würden es, glaube ich, sowieso nicht hinkriegen, dass die. Hatten wir 4 von 5 bei den Seahawks. Ich glaube nicht, dass ich jemand drin habe, der bei den Seahawks war. Jalen Ramsey, definitiv nicht. Unsere Nummer 1 als Cornerback. Nummer 2 Marlon Humphrey. Nummer 3 Xavier Howard. Dann kommt Marcus Peters, den können wir aber auch nochmal umändern tatsächlich. Den können wir nämlich noch zu einem Ram machen. Und dann müssen wir mal schauen. Nee, wird aber trotzdem nicht reichen. Und bei den Ravens wäre er voll. Dolphins bräuchte theoretisch jetzt noch Butler auf der letzten Position. Genau, und da hätten wir jetzt eben Chris Harris, Casey Hayward, Desmond King. Ich bin gerade überlegen, Jadeveon Clowney. Wenn ich jetzt Harrison rausschmeiße, fehlt den Chargers ein Punkt. Gehen wir mal ganz kurz raus. Wird Butler eine 83? Butler, jetzt bin ich mir nicht sicher, wie heißt der Butler? Nee, Byron Jones meine ich. Wirst du eine 83 zufällig? Ja, wird er. Und dann haben die Dolphins Glück, weil dann ist der 5. Mann, nämlich Byron Jones, da hinten. Und somit reicht es tatsächlich für die Seahawks gerade nicht, in dieser Mannschaftsformation zu bleiben, nenne ich es jetzt mal. Wildcard Byron Jones. Den schalten wir auch noch frei. Und dann kriegst du die Craft Front Art, die Power Up Front Art, die fast alle haben, außer es ist ein Meisterobjekt. Dann kriegen sie das Meisterobjekt zugewiesen. So. Genau, dann haben wir hier Cornerback
Nehmen kriegen wir als Byron Jones und somit haben wir 5. Und jetzt kriegen wir da hinten noch 2 Special Teams dazu. Und jetzt müssen wir schauen, weil hier ist tatsächlich nochmal ein Ram mit dabei. Sehe ich gerade mit Johnny Hacker. Und mit Justin Tucker noch ein Ravens-Spieler. Und das weist mich darauf hin, dass wir theoretisch 5 Rams hätten, wenn ich Marcus Peters umändere. Dann ändern wir ihn doch um. So, genau. Dann haben wir 20 Chargers-Punkte, Elite-Passer 1, Miami Dolphins 5 von 10, 7 von 10 49ers, 5 von 10 Rams, 7 von 10 Ravens, 5 von 10 Steelers, 5 von 10 Titans, nur die Seahawks und die Saints gehen leer aus. Genau. Na gut, da könnte man theoretisch Russell Wilson hochzüchten. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Passt so, wie es ist, gerade. Richtig starke Mannschaft. Special Teams, genau. Da haben wir natürlich jetzt einen Long Snapper, den wir noch brauchen. Das wird wahrscheinlich Mike Pouncey übernehmen. Ich wollte gerade sagen, mit 79. Schreiter danach. Kickoff Specialist ist Justin Tucker. Kick Returner, das bin ich gespannt. Oh, Mr. Bush. Persönlich, das passt aber, weil Bush kann das ganz gut. Lance Elworth Nummer 2. Und Julio Jones übernimmt Position 3. Punt Returner 1, Reggie Bush. Punt Returner 2, Lance Elworth. Spezialisten, jetzt sind wir soweit. Third Down Running Back. Bush mit 85 immer noch gut dabei. Nummer 2, Tomlinson mit 79. So, jetzt bin ich schon Powerback. Normal müsste da Derrick Henry, bleibt sogar bei 86. Sehr schön. Tomlinson. 86. Slot Wide Receiver. Elworth und Jones. Subline Baker. Ed Reed und Rodney Harrison. Rush Left End. Cars. Rush Left End Nummer 2. Joey Bosa. Defensive Tackle 1. DeForest Buckner setzen sie da ein. Und als Nummer 2 stellen sie Javon Curse hin. Nee, dann nehmen wir Maurice Hurst, weil Curse, wie gesagt, schon im ersten Ding mit dabei ist. Und Rush Right End ist dann Nick Bosa und Aaron Donald. Slot Cornerbacks haben wir natürlich auch noch. Jalen Ramsey und Marlon Humphrey. Genau. So, Strategy, da haben wir bisher noch nicht viel machen können. Visuals, VR, Mike Tomlin, genau. Chargers Uniforms haben wir bisher auch noch nichts ändern können. 86, 86, 86, das schaut doch schon mal gut aus. Ich glaube aber nicht, dass wir da irgendwas ändern können, oder? Auction House, müssen wir mal schauen. Ich glaube, die Uniformen sind noch gleich geblieben bei den Chargers. Genau, die kommen wahrscheinlich leider erst wieder am Ende des Jahres wahrscheinlich. Was ich immer blöd finde. Weil ich finde es viel cooler finde, wenn man es davor gleich machen kann. Genau, so, und dann steht unser Team. Und dann bin ich gespannt, wie es antritt bei Solo Battles. Bis dahin, ciao mit V, bleibt gesund. Wir sehen uns.